Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu gerade eben wollte ich noch Regenland sagen, aber jetzt ist die Sonne aufgegangen hier bei Sommerland mit der Draki. Hey, die Sonne scheint. Ja, nach langer Abwesenheit wieder zurück. Woran lag's? Hab Halsauer. Was, Halsauer? Ich bin auch noch nicht ganz wieder fit, ich kann noch nicht lange reden, ohne dass es direkt wieder anfängt zu kratzeln. Also ich denke mal eine Folge heute und dann gehst du dann wieder, dann geht's auch wieder, aber so jetzt so lange am Stück konnten wir nicht aufnehmen. Ja, genau, das hatte ich ja auch schon auf Facebook geschrieben, haben ja auch einige natürlich gefragt, aber natürlich, wir wollen euch jetzt hier nicht das Gefühl geben, dass kein Sommerland mehr kommt, ganz und gar nicht. Was machen wir heute? Also ich arbeite heute an der Außengestaltung unseres tollen Turms hier oder meines tollen Turms hier. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich jetzt mache. Nee, Ziegelstufen will ich nicht. Weil ich habe ja festgestellt, dass das hier mit den mit der Fensteridee nicht ganz so funktioniert hat. Deswegen gibt's heute ein kleines Rework. So. Denk mal, ich werde jetzt langsam mal anfangen. Ich suche eigentlich nach einem möglichst schwarzen Material oder möglichst dunklen. Ich will jetzt hier nämlich langsam anfangen, also mal hier den Fest. Ich werde mich heute mal ein bisschen mit unserem Festsaal hier beschäftigen. Der sieht nämlich noch ein bisschen leer aus und ich denke mal, ich werde mal gucken, dass ich hier vorne alles ein bisschen weiter durcharbeite, bevor ich dann hier hinten mit dem großen Saal anfange. Wir haben ja schon festgestellt, es bringt nichts, jetzt außen hier alles aufzubauen und dann nachher, wenn wir die Inneneinrichtung machen, stellen wir fest, oh, das passt hier nicht, passt da nicht und reißen alles wieder ein. Mal blöd. Ich will mal nebenbei noch was versuchen. Hier auch gerade fest, dass was nicht passt. Zwar. So. Draki? Ja? Ah ja, es klingt jetzt ein bisschen angenehmer. Ich hab mal den, weil du warst so low quality, ich hab mal den Channel Codec mal umgestellt. Hat eine Tür mitten in den Raum gestellt? Ja, habe ich. Ah, jetzt rauscht es bei dir aber. Ist irgendwie jetzt doof geworden. Das ist aber blöd, dass es rauscht. Schade. Ich dachte, so könnten wir deine Quali noch ein bisschen anziehen, aber... gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum Normalen hier. Hilfe! Blödes Teamspeak. Natürlich in einem Festsaal nicht fehlen darf, ist eine lange Tafel. So. Ist hier, glaube ich, gerade ein bisschen zu nah an die Wand. Gut. Bastelt hab. Ab jetzt alles wieder auf normal. Wir müssen mal für die Draki zusammenlegen, dass sie sich auch mal ein schönes Mikrofon kaufen kann. Ich glaube, die haue ich ein bisschen mehr in die Mitte meiner Tafel hier. So. Okay. Ich bin natürlich hier als Kontrast zum Weißen. Einen etwas dunkleren Tisch hinbauen. Okay. Übrigens habe ich eine schöne Idee bekommen, gepostet bekommen in meinen Kommentaren, dass das natürlich totale Absicht ist, dass der Magierturm direkt über dem Festsaal ist. So wird nämlich der König ganz leicht ungeliebte Gäste los und der Magier hat immer jemanden für, ne, und so. Seine dunklen Experimente. Richtig. So. Ich baue jetzt hier mal gerade ein bisschen um. Das ist ja auch alles noch nicht so ganz final. Das ist einfach nur eine sporadische Idee, die ich hatte. Die ich jetzt hier gerade umsetze mit dem Dach. Einfach, dass es nicht ganz so abgeschnitten aussieht und ein bisschen prunkvoller auch aussieht. Das wird ja auch immer von vielen gewünscht, natürlich. Wurde ja auch gesagt, ich soll mal probieren, den Boden in Obsidian zu machen. Aha. Und den Rest so in Weiß, damit man hier ein bisschen Kontrast hat. Ich mache das jetzt einfach mal hier bei mir im Durchgang, wenn mich das jetzt gerade mal kurz juckt, wenn mir das gerade wieder so einfällt. Mal zu gucken, wie das aussieht. Ah, okay, so kann man das machen. Ich glaube, das wird zu krass, wenn der Boden so obsidianmäßig sehr schwarz ist. Okay. Wäre zwar an sich ein cooler Kontrast und man könnte ja gerade mal darüber nachdenken,
Hier nachher dann im Karo-Muster zu machen. Aber so komplett Obsidian im Boden ist zu krass. Es wird, Ja, einige hatten ja auch irgendwie geschrieben, ob denn jetzt wirklich jeder Boden gleich aussehen sollte. Ja, mir wurde auch ein paar Mal geschrieben, dass die Teppiche nicht alle gleich sein sollen in den Gästezimmern. Ich war mir nicht sicher, ob das dann nicht zu sehr zusammengewürfelt aussieht. Ja. Aber wir können das dann ja mal bei Gelegenheit auch testen. Aber jetzt will ich hier mal doch tatsächlich, wir haben ja heute nur eine kurze Aufnahme, tatsächlich mal bei dem bleiben, was ich eigentlich machen wollte. Einfach mal vorankommen auch. Und auch mal hier jetzt, genau, mich nicht die ganze Zeit so krass ablenken lassen hier. Ja. So. Genau, also das ist hier alles noch... Ich meine, ich bin ja offensichtlich, es wurde mir auch schon geschrieben, es ist so lustig, wie ich immer von Raum zu Raum hüpfe. Aber man will ja auch mal irgendwie vorankommen. Ich finde es übrigens bescheuert, dass die Schwarzeichenholzstufe eine ganz andere Farbe hat als die Schwarzeichen... Okay. Der Schwarzeichenholzblock. Oh Gott, Hilfe. Nein, nicht einreißen. Ah, ich klicke schon wieder zu. Hast du dir eigentlich gemerkt, wann wir heute mit der Aufnahme angefangen haben? Ich habe mein Dingens im Hintergrund. Also ich sehe... Dein Dingens im Hintergrund? Sehr gut. Meine Soundaufnahme. Ich sehe, wie lange wir ungefähr schon aufnehmen. Ah ja, sehr gut. So, jetzt habe ich hier einen großen Tisch und ich glaube, Stühle gibt's nicht. Okay, hier bin ich jetzt gerade. So, der Tisch muss natürlich entsprechend auch gedeckt sein. Das ist übrigens ein Grund, warum ich hier wieder das Neta-Portal ausgemacht habe. Wir haben jetzt überall diese lustigen Neta-Bewohner nämlich schon mit am Start gehabt. Das ist natürlich ganz lustig zur einen Seite. Zur anderen Seite ist es auch ulkig. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Was denn? Ich weiß, was ich gerade mache. Ich klaue dir voll eine Idee. Klaust mir eine Idee? Was klaust du mir für eine Idee, du Schwein? Und zwar die Idee deines Balkons klaue ich mir mal einfach. Und ich guck mal, wie das hier jetzt so wirkt. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier denke. Aber natürlich variiere ich hier auch ein bisschen. Was ich erzählen wollte. Ja. Achso, ich habe ja schon erzählt, hier die lustige Story-Idee mit dem Turm und dem Festsaal. Ich bin ein bisschen durcheinander. ich bin nur ein bisschen durcheinander. Ich war krank, ich darf das. So. Wir sind immer noch nicht ganz fit. Arme Sau. Ja. Ja, du Ärmste. Ja, ich fühle Mitleid. Ja. Ja, jetzt sieht das auch alles schon nicht mehr ganz so, ihr sagt hier immer gerne, modern aus. Dieses böse Wort. Nicht modern, es ist voll. Ja, ich will mir hier halt noch so einen schönen Balkon noch anbauen. Das gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen. Das ist natürlich doof. Da muss ich jetzt auch diese lustigen Steine klauen hier. Oh, ich bin gerade nur am Klauen. Bei dir voll am Ideen klauen. Na super, ich habe die Ideen und er klaut. Ja, richtig. Ich voll mies, ey. Ich gönne dir nix. Haha, ich nehme dir alles weg. Das ist nicht in Ordnung. Der Dike hat jetzt übrigens auch angefangen, eine eigene Welt zu bauen hier in... ein eigenes Häuslein. In Sommerland. Und die Draki hat das Ding auch schon gesucht mit der wunderbaren Erkenntnis, sich danach super zu verlaufen. Daher gibt's das erstmal noch nicht zu sehen. Ihr könnt aber mal auf den Kanal vom DK huschen. Da gibt's jetzt auch ein lustiges Sommerländchen zu bestaunen. Ich weiß jetzt mal an, was du hier machst. Mach das mal.
Findest du oben, was ich bei dem Dach noch gemacht habe, auch wenn das hier gerade noch ein bisschen nicht so irgendwie. Ist hier eine Reihe mehr, stelle ich gerade fest. Ich glaube, hier muss ich noch, gleich noch ein bisschen mal Hand anlegen. Ich baue hier mal außen unsere Baulampen ab. Brauchen wir, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr. Ich finde es schön, heute mal in der Sonne zu bauen und nicht immer wie sonst im Regen. Achso, ich dachte mal heute draußen und nicht in den Katakomben da unten. Ach, die Katakomben, die waren ja ganz nett. Ich habe sie gemocht. Aber wir haben ja gesagt, oder ich habe mir eher gedacht, dass ich jetzt erstmal hier weitermache. Voilà. All dieweil, dass das Ganze dann auch mal ein schönes Bild ergibt. Ich glaube, ich mache jetzt hier so coole Doppeltüren rein. Geht das? Mir ist gerade nicht schlüssig, was ich hinten noch so als Deko mit reinbaue. Nee, geht nicht. Nee. Ich glaube aber... Also wir haben jetzt hier in unserem lustigen Festsaal mit dem prunkvollen Thron hier. Ja. Haben wir meinen schon Tisch und Stühle. Da haben wir hier hinten noch eine große kahle Ecke, da kann da irgendwie dekorativ irgendwas hin. Okay. Ideen könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben. Ideen gerne per Post. So, habe ich zwei Blöcke. Genau, per Post oder in die Kommentare oder so. Blöcke. Machen wir erstmal hier hinten weiter. Mein Gang hier ist nämlich noch ziemlich duster. Ich glaube, ich baue hier mal eine Deckenbeleuchtung ein. Aber irgendwie ist das hier, obwohl, so. Ah nee, hier ist nur der Übergang. Ist hier besser gelungen als hier. Hier ist der Übergang irgendwie nicht so gelungen. Aber das kann man ja ausbessern. Die man jetzt hier noch... Also irgendwie habe ich das Gefühl, mich hier irgendwo verbaut zu haben. Ah ja, guck mal, hier habe ich nur eine Reihe. Ich habe immer noch dein komisches Kämmerchen, das du mich neulich eingesperrt hast. Das mache ich mal schnell weg. Ich fand das lustig, der Kristall, ja, irgendwas. Auch. So, ich kann ja mal, also ich denke, ich muss zwei Zimmer, die zusammen sind, muss ich schon in einer, würde ich schon in einer Farbe lassen. Aber ich kann ja mal eine Etage höher mal den roten Teppich rausnehmen und eine andere Farbe reinmachen. Irgendwas stimmt hier noch nicht und ich weiß noch nicht was, aber irgendwie sieht das hier noch nicht ganz einheitlich aus. Aber gut, dann haben die sich halt auch irgendwie mal krass verbaut oder so. Na, ich glaube, jetzt ist besser, ja. Ich glaube, das Lichtchen hier oben, das nehmen wir auch weg. Ich glaube, da machen wir... heute auch so ein bisschen mit Funzelarbeiten auf, weil in 20 Minuten so irgendwas Großes anfangen ist auch immer so. Das machen wir, wenn wir das nächste Mal eine größere Aufnahme machen. Ja, ich glaube, hier baue ich jetzt gleich nur noch so einen Aufgang hin, den kann ja unser lustiger Grunzgeniggel. Ah, ich weiß, du liebst diesen Namen. Den kann der ja nutzen, um hier so ein bisschen auch mal hier oben zu stehen und irgendwas Lustiges zu machen. Kann ja mal lachen oder so. Die Frage ist, wie kommt der jetzt am besten hier hoch? Frage ist, welche, die viel wichtigere Frage ist, welche Teppichfarbe nehme ich jetzt hier? Ja, blau. Jetzt ist es echt mal interessant, wie kommt der Typ da hoch? Da bin ich mir irgendwie jetzt noch nicht so einig. Vielleicht kann er sich ja irgendwie so derbe hochporten oder so. Ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal wieder zu. Da könnt ihr mir mal eine Idee schreiben, wie unser Zauberer hier am besten hochkommen sollte. Jetzt machen wir hier erstmal wieder mal die Decke zu, sonst regnet es hier noch rein. So, jetzt gucken wir eben hier. Ist hier auch alles Schönes. Machen noch ein paar gemeißelte Quarzblöcke mit hin. Wir können ja auch noch hier noch einen Ausgang machen. Wir haben auch in die Decke gehauen. Bitte? Oh, wir haben dort Löcher in die Decke beim Teppich wegmachen. Ah, ich habe hier Doppelquarzstufen. Warum nehme ich die nicht einfach?
Wieso haust du Löcher in die Decke? Ja, weil ich den Teppich rausreiße. Achso. Dabei hau ich immer aus Versehen Löcher in die Decke. So. Das wird nur hier nur ein kleiner Balkon. Nicht ganz so gewalttätig. Ich sag mal so, das muss jetzt hier auch gerade storymäßig noch nicht alles unbedingt einen schon fest abgesteckten Sinn ergeben. Also ich finde die Story-Idee hier zwecks der Zauberer holt sich die ungeliebten Gäste schon sehr geil, würde ich sagen. Ja, die ist cool. Das kann man ja auf alle Fälle so lassen. So, jetzt gibt es hier auch noch ein kleines Balkönchen. Ihr könnt übrigens mal sehen, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe in der letzten Folge, hier Draki und DK, was die hier gemacht haben, das sieht echt schon extrem geil aus hier. Also das sieht schon sehr... Meinst du einen coolen Balkon? Mhm. Da muss ich sagen, die Deko hat ja viel der DK jetzt gemacht. Mhm. Ja, sieht schon cool aus, muss man sagen. Ja, auf alle Fälle. So. Jetzt machen wir hier noch einen Ausgang hin. Ne, machen wir von außen wieder schön. So. Und dann... Ja. Jetzt müssen wir theoretisch hier noch einen hinbauen, aber... Ich glaube, dann stehen wir wieder, ja, mitten beim Netherportal. Ich glaube, dass... Vielleicht setze ich das Netherportal auch auf die andere Seite. Ich meine, die müssen jetzt hier nicht zwangsläufig auch auf jeder Etage... Oh, geht das noch hier? Mal kurz mal richtig landen. Na doch, man kommt hier noch hoch. Ich glaube, diesen Eingang hier, den mache ich weg. Der hat ja von Anfang an nicht so gut gepasst. Der war natürlich für die Bauphase, war der ganz lustig, aber... Für danach irgendwie nicht mehr. So, jetzt hier noch. Ja, mit dem Dach bin ich noch nicht ganz so hundertprozentig zufrieden. Da bin ich auch noch so am Gucken, wie man das noch optimierter machen kann. Aber irgendwie... Naja. Das ist halt schon höher angebaut, glaube ich. Ja, das ist doch... Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Das hier ist gut, ne? Und dann einer so und dann geht's da einfach gerade weiter. So. Ja. Das sieht besser aus. Obwohl es hier bindiger schließt, habe ich das Gefühl. Mhm. Hey, ich habe doch aber, das Ding ist doch gleichmäßig gebaut. Wieso kann ich die hier nicht gleichmäßig ziehen? Das ist jetzt mir gerade noch ein Rätsel. Machen das jetzt hier mal weg. Ene, mene, weg, meck, meck. So. So. Ah, so.
So wird ein Schuh draus. Genau. Ja, jetzt ist das einheitlich. Zumindest auf der Seite. Obwohl so natürlich fast noch besser wäre. Traki, was machst du gerade? Noch einen zusätzlichen Balkon bauen. Noch einen Balkon? Ja, so war es also auf der anderen Seite hier. Achso. Gästezimmerbalkon. Also irgendwie habe ich mich jetzt hier... Weil ich jetzt überlege, ob ich jetzt dann hier nicht auch blaues Glas benutze, weil ich auch schon blauen Teppich habe. Ich überlege jetzt zum Beispiel gerade, ob ich nicht, ich glaube, ich mache mir mal hier oben mal so ein Bauloch rein, dass ich jetzt hier immer mal zum Bauen hier reinkomme. Ich überlege, ob ich nicht hier die Seiten tausche. Also unser lustiges Portal auf die andere Seite stelle. Ist ja im Endeffekt schnell gemacht. Kurz die... Hoppala, kurz die Blöcke kopiert. Mal gucken, was du da machst. Wir sind nämlich schon eigentlich, ich glaube, wir sind so ziemlich rum mit unserer Zeit. Okay, dann mache ich jetzt hier noch ganz schnell noch das zweite Neta-Portal fertig. Also ich setze es einfach nur auf die andere Seite. Huch. Hier rennt Neta-Bewohner durch deinen Turm. Ja, deswegen habe ich ja mich dazu entschlossen. Hallo. Hallo. Deswegen habe ich mich ja dazu entschlossen, das Neta-Portal erstmal zu deaktivieren. Guck mal, da ist das hier auch viel bündiger. Das ist halt auf der Seite. Dann kann ich mich hier dann noch einen kleinen Balkon bauen. Das ist auch der Grundskinnigel schön hat. Ne, der soll sich ja auch freuen. So. Den Balkon mache ich hier mal noch ganz schnell. Ja, ich will ja noch mal zeigen, was ich gebaut habe. Kannst ja machen. Der ist ja, wenn du mir schnell hilfst, ist der ja schnell gemacht. Wollte gerade sagen, soll ich dir schnell mal helfen hier? So. Wo setzt du an mit deinem Balkon? Hier? Oder eins höher? Genau hier, passend. Aber ich habe da ganze Blöcke genommen immer. Du hast immer ganze Blöcke genommen? Mhm. Hoppa. Warte, ich habe gedacht, du fällst jetzt runter. Hehe. Dann würde ich aber auch noch Folgendes machen. Warte. Ja, mach mal. Zack, 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 zack. Sieht nämlich hier sonst scheiße aus. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Mach mal bitte da hinten zu. Okay. Das ist keine schlechte Idee. Das könnte man bei den anderen... Ich wollte sagen, wie sieht's denn hier unten aus? Oder ist das auch... Also irgendwie... Irgendwie, irgendwo... Eins, zwei, ja. Ja, dann machen wir hier einfach noch eine einzelne Tür hin. Die einzelnen Türen sehen blöd aus. Mann, dass es eben auch keine großen Türen oder irgendwie sowas gibt. Oder vielleicht gibt's die ja, haha. Gucken wir mal so. Ei, Mann, ich hau jetzt auch ständig durch den Boden durch. Ah, jetzt. Ja, aber das passt doch, dann kannst du deine Tür hier ziemlich mittig einbauen. Genau. Ja. Genau, machst du das nicht von der anderen Seite, bitte. So. Irgendwie sieht dein Balkon schöner aus als meiner. Ich glaube, da muss ich bei mir noch dekorativ noch ein bisschen was ändern.
Das sollte aber auch nicht zu lange dauern. Oh, das hätte ich ja auch weggemacht. Ja, genau. Das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Mein Balkon, den ich heute gebaut habe. Ja, ich komme sofort mit. Nur schnell hier. So. Ja, mein Balkon hier braucht auch noch Stützen. Sonst fällt der nämlich auch eigentlich runter, theoretisch. Wo hast du? Auf welcher Seite? Ah, da drüben. Drüben bin ich. Ah ja, das ist auch schön, ja. Gut denn? Ich weiß nicht, ich bin hinter dir. Ich weiß nicht, ob das mit dem blauen Glas so gut kommt, aber das können die Leute dann in die Kommentare schreiben. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon einen blauen Teppich habe, dann ja. Kann auch der ganze Balkon hier blau werden. Mhm. Oh. Ach so. Guck mal, hier unten mein Tisch. Ich sehe schon. Ja, ich komme sofort. Nein, Hilfe. Runter zum Tisch. Du hast jetzt hier schon angefangen. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus mit der Marmorplatte hier. Keine Marmorplatte, das ist ein weißer Teppich, aber es sieht aus wie eine Marmorplatte. Aber guck mal, der König, der kann da doch gar nicht hin. Der muss ja über seinen eigenen Thron springen. Nee, der sitzt hier drauf und lässt sich das Essen reichen, Mann. Wir können auch auf die verzichten. Sieht ja trotzdem noch gut aus. Ist ja trotzdem hier die Sitzfläche. Genau. Aber er kommt jetzt wenigstens hin. Ja. So, und hier die hier als Stühle habe ich einfach mal Stufen genommen. Ja, ist so gut. Überleg gerade, wenn ich da jetzt. Warte mal. Ja. Da jetzt hier so. Nee, das sieht scheiße aus. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich hier einen Zaun daneben setze. Na, so als. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber klappt nicht. Okay. Ja, gut, deine Vögel werden jetzt auch gerade wach. Ich glaube, das ist jetzt echt ein Zeichen zum Aufhören. Ja, genau. Und nicht vergessen, Leute, hinten der freie Bereich, was packen wir da hin? Genau, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Können wir noch einen Tisch hinpacken zum Essen drauflegen. Aber können wir dann überlegen. Genau, ab in die Kommentare damit bei der Draki oder bei mir. Nächste Runde geht's weiter. Hat sich wieder viel verändert. Ich denke gerade, der Turm sieht jetzt schon nicht mehr ganz so steril und ja, urban aus. Jetzt eher so ein bisschen massiger, pralliger. Finde ich gut. Schaut gut aus. Gefällt mir immer so. Also, natürlich Feinheiten kann man immer noch ändern, aber ihr kennt das Spiel ja. Hast du man noch fragt irgendwas? Fragt sich doch, was der Yuga kompensieren möchte. Okay, hast du noch irgendwas von dir zu geben, außer dumme Sprüche? Nee, eigentlich nicht. Okay, guti, dann würde ich sagen, bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen, hauen rein für heute und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann!